ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Von mir gibt es jetzt einen Avon-Test nochmal. Ich teste ein paar Avon-Produkte. Die Foundation wird getestet von mir. Dann wird das Fixierspray nochmal von mir getestet. Dann wird nochmal das Lippenzeug ganz dünn aufgetragen, weil ich hatte mit Monika geschrieben gehabt und sie meinte, es kann daran einfach liegen, dass ich zu dick aufgetragen habe. Und ja, das muss ich nicht unbedingt nochmal testen. Das weiß ich eigentlich schon seit Wochen, dass ich das abgeben werde. Von daher, das ist jetzt nicht so wild. Aber ausprobieren können wir nochmal diesen Stift. Und da ich ein Akzent setzen möchte mit Avon, das sieht ein bisschen aus wie Anastasia Beverly Hills, wenn man so schaut, ne? Mit diesem Jade Metallic Stick am Kajal. Und ich würde auch sagen, wir fangen an. Ich fange an mit meinem Gesicht. Ich habe es gut eingecremt. Es gibt jetzt Würstle, weil ich zu viel genommen habe. Oh, nee, echt. Ich dachte, so reichhaltig, wie ich es brauche gerade aktuell, weil meine Haut gerade so an den Pickel schält, sehe ich, das ist abartig. Mal habe ich nichts, mal so. Ich würde sagen, ich benutze meinen Primer, den ich immer benutze von Love und mache immer so zwei Pumper. Wie gesagt, ich habe mir jetzt einfach das abgetragen, was so gekrümelt hat. Daran sollte es jetzt nicht liegen. Auf jeden Fall, wie gesagt, der Primer ist aufgetragen. Wir testen, wie gesagt, die Avon Foundation. Die fand ich gut. Ich trage es jetzt mit meinem Pinsel auf, womit ich das super gerne immer auftrage. Ich weiß nicht, wie es letztes... Der Pumper ist so ein bisschen, ja, vielleicht auch ein Montagsprodukt. Man muss halt sehr, sehr schießen. Was verspricht die denn, die Foundation? Keine Ahnung, ich habe den Umkarton nicht mehr. Sie kostet auf jeden Fall 7,50 Euro, wenn ich mich nicht irre. Und ich trage den einfach mal so auf, weil ich fand die Foundation vom Tragegefühl und von das, was sie gemacht hat, was ich von einer Foundation erwarte, gut. Also da hatte ich nichts auszusetzen. Das Einzige, was ich auszusetzen hatte, was ich am Abend gemerkt habe, war diese Base von MAC. Die war relativ trocken auf meinen Augenlidern. Also ich hatte kein gutes Augengefühl, sag ich mal. Das war alles so ein bisschen ausgetrocknet. Ja, aber es kann ja auch sein, dass meine Augenlider das einfach nicht vertragen oder dass es generell so trocken ist. Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie so einen Pott von, einer langanhaltenden Lidschatten. Vor allen Dingen langanhalten. Es ist, war auch langanhaltend. Da ist gar nichts gecreased, weil es halt so trocken war. So, also das reicht mir eigentlich schon von der Deckkraft, sage ich mal. Es fühlt sich, es ist so ein semi-mattes Finish, sage ich mal, oder semi, nur es sieht einfach schön für die Frau am Tag, so würde ich mir das, ich habe mir jetzt noch punktuell hier einfach noch was hingemacht. So, sieht man das? Also ich finde das schon mal, sehr schön. Also es deckt ein bisschen ab. Ich würde sagen, so mittel bis leichte Deckkraft. Aber trotzdem hat es einen schön frischen Teint. So, dann würde ich auch sagen, kommen wir zum Concealer, der dann alles verkackt. Wir nehmen einen, der nicht alles verkackt, und zwar den von Catrice. Wie gesagt, das ist sehr schwer, eine Foundation zu finden. Ich brauche hier, der Pumper ist nicht so, der ist nicht so für dickflüssige, würde ich sagen. Er ist eher für leichte bis sehr hohe Deckkraft gemacht, der Pumper, weil man einfach wenig rausbekommt. Aber vielleicht ist es ja die Frau, die sich wenig schminkt einfach. Das ignorieren wir jetzt einfach mal, das ist einfach trockene Haut, die sich hier schuppt. Ja, Puder habe ich auch nicht von Avon genommen. Brauche ich auch nicht. Ich habe genug Puder. Ich habe auch genug von anderen Kram. Aber ihr wisst, was ich meine. Bestimmt. So, ich pudere das Ganze ab.
brauche Puder einfach für mein Leben. So. Ich finde, das sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt ist es echt matt, matt. Ich könnte mal ja angucken, wie das so matt, matt aussieht. Ja. Also, eigentlich sollte man die Foundation gar nicht erst abpudern, weil ich finde, sie ist sehr klebrig noch. Jetzt vom Hautgefühl. Also, es bleibt immer noch. Ja, aber ich finde das, ist das eine matte? Effekte mattifying. Ja, so richtig matt finde ich sie gar nicht. Vielleicht müsste sie eigentlich sich selber setten können. Naja, jetzt kommen wir zum Augenbrauenstift. Den mochte ich sehr gerne. Der hat mir von der Farbe super gut gefallen. Das war, ist 1,14 Gramm drin und es ist in Blond. Ja, meine Deckel mache ich immer weg. Ich würde sagen, wir kommen auch zum, wisst ihr, der ist so leicht cremig und leicht zu handhaben, einfach um schnell was nachzumalen und ohne großartig drauf zu drücken, so man, dass man halt eben keine Härchen verliert, wie jetzt beim Catrice Stift. Seht ihr, das ist so schnell dran gemalt. Ich bin so faul geworden, was Nägel, Haare, mit zwei Kindern. Aber stell dir vor, ich würde auch noch was mit meinen Haaren machen jeden Tag. Wie trocken sie dann wirken würden. Ich habe sie vorgestern eingedreht gehabt in so Papillotten, glaube ich, heißen die Dinge. Und habe nichts rein, nur so eine Balsampflege, dass es so ein bisschen Struktur hat. Und ich fand es austrocknend. Also, egal, Locken sind halt immer etwas trockener. So. Also, ich würde sagen, von den Augenbrauen her ist es ganz gut. Diese Schuppe, ne? Die nervt mich. So. Also, das fand ich schon ganz gut. Okay, dann kommen wir zur Eyeshadow Base. Ich habe meinen Bronzer, einer meiner liebsten Bronzer, wieder ausgepackt. Das ist so ein riesen Oschi. Habe ich mal von der lieben Sarah zugeschickt bekommen. Als sie mir dieses riesen Kosmetikpaket geschickt hat, war der dabei. Und ich muss sagen, vom Finish her und von der Farbe her gefällt er mir super gut. Natürlich brauche ich niemals im Leben so einen riesen Oschi, aber ich benutze den sehr gerne. Ich hoffe, jetzt im Winter geht das trotzdem noch klar. Er macht halt einen super Sommerfinish. Ein bisschen zu Finish, zu viel des Guten. Und kann hier so ein bisschen runterziehen. Ich mag das auch lieber. Ich habe lieber Bronzer zu viel. Was heißt zu viel? Aber halt einiges drauf als Lidschatten. Also ich würde lieber so aus dem Haus gehen, wie Lidschatten drauf zu machen. Ich benutze noch meinen Too Faced Porefining. Da. Auch diese Stellen hier. Super Teil, wirklich super Teil. Lass das so ein bisschen baken. Sieht sehr schön aus, gell? So, Lidschatten Base habe ich schon aufgemacht. Wenn ich sie denn noch finde. Ich hatte sie vorher, ja, genau. Ich hatte sie vorher geöffnet, weil da nicht mehr so viel rauskam. Und jetzt natürlich kommt ein bisschen viel raus. Aber das macht nichts. Wir versuchen einfach nichts zu verschwenden. Mach in der Zeit noch schnell die Augenbrauen. Also,
Der Stift gefällt mir richtig, richtig gut. Und teuer war der auch nicht. Also ich würde so sagen, Catrice Essence-Preise haben sie. Und dann haben sie noch etwas teurere Preise. Ja. Da ich mich ja eh für den Tag richte, habe ich gedacht, gut, gucken wir mal, was das Palettchen von Natasha Denona kann, weil ich es mir einfach gegönnt habe. Es ist kein Muss, Leute. Wenn ich was vorstelle, ist es doch kein Muss. Und ihr müsst das natürlich nicht haben oder sowas. Ich muss es auch nicht haben. Aber ich habe es mir nochmal gegönnt, weil es mich interessiert hat. Ich habe es nicht gekauft, um euch das zu präsentieren. Ich habe das gekauft, weil es mich zuallererst ja, fasziniert hat, würde ich sagen, ne? Also es hatte mich fasziniert gehabt. Ich benutze auf jeden Fall einen Lidschatten, um zu setten. Das ist ein bisschen tricky, muss ich euch sagen, mit diesen Creamy Mattes. Ich habe halt nur mal ultra ölige Lider. Und ich muss sagen, Essence ist einer der besten Eyeshadow-Base, die bei meinen öligen Lidern, und ich habe wirklich verdammt ölige Lider, wirklich was hermacht. Ich habe ein Blush, woran ich seit Monaten arbeite. Ich würde sagen, 3 Monate. Kontinuierlich benutze ich den und irgendwie tut sich einfach nichts. Das ist der von Catrice. Die Farbe ist super schön. Seitdem ich den Altera mit reingenommen habe, benutze ich den hier nur. Keine Ahnung. Weil ich ihn einfach zu den Looks viel, viel schöner finde. Ja. So. Und dann verblende ich das Ganze. Ich wollte noch einen neuen Highlighter mit euch ausprobieren. Ich glaube, den habe ich noch nicht getestet. Und zwar habe ich mir von MAC einen gegönnt. Und der kommt den Anastasia Beverly Hills Amreezy total ähnlich. Wenn man so guckt, der ist so, so schön. Also das ist ein absolutes Must-Have. Must-Have. Schaut mal. Also die kommen sich sehr, sehr ähnlich. Der hier ist vielleicht ein Ticken goldener. Ich swatche euch mal nebeneinander. Der untere ist der Amreezy und der obere ist der MAC. Also das ist Amreezy und vielleicht von der Struktur etwas feiner. Wenn man so guckt, also der Amreezy ist ein bisschen feiner strukturiert, aber auf dem Gesicht, glaube ich, sieht man das nicht. Und das werden wir heute testen. Ich fange an. Ich fange an mit dem MAC. Also wenn man es so aufnimmt, sind da schon Bröckchen. Die würde ich jetzt einfach mal abklopfen, weil wenn die gleich sind, wer braucht schon zwei gleiche Highlighter? Ob sie beide die Struktur oder was sie auch machen. Der heißt übrigens von. Oh, Scheiße, da war ich jetzt mit dem Fingernagel drin. Der heißt Whisper of Guilt. Schaut mal, der ist echt fantastisch. Und mit der anderen Seite nehme ich den Amreezy mal auf. Wow. Den trage ich mir auch hier unten auf. Ich möchte versuchen, nochmal, wie gesagt, das aufzutragen. Also von dem Worms hat das hier ein bisschen mehr. Das ist ein bisschen subtiler. Aber ich mag das ja, wenn man das ein bisschen großzügiger verblendet. Auf dem Gesicht sieht man, glaube ich, kaum Unterschied. Also ich kann sie. Falls ihr den Anastasia Beverly Hills LE-Produkt hier nicht bekommen habt, dem Amreezy. Wunderschönes Teil. Benutze ich einfach zu selten, weil es so besonders ist. Deswegen habe ich mir den MAC zugelegt. Nee, ich habe nicht gedacht, dass sie sich so ähnlich sind. Ich dachte, der MAC war viel, viel goldener. Aber wenn man so schaut, sieht man einfach nichts. Also ich kann keinen Unterschied von mir erkennen. Duschi, Duschi, Duschi. Mark riecht nach Prep and Set Spray. Ich würde das tatsächlich als Fixierungsspray nehmen. Und wenn ich das auf die Haut bekomme, habe ich das Gefühl, es hat gerade ein bisschen gebeppt. Was auch sehr, sehr gut ist, dann hält es auch im Wing. Also darüber mache ich mir jetzt mal keine Gedanken. Ich sette nochmal mein Lid, damit wir wirklich alles, alles, alles haben. Ich muss sagen, das Gesicht sieht sehr, sehr schön aus, wenn es dann gleich trocknet. Und ich würde jetzt einfach eine ganz, ganz dünne Schicht von diesem ultra roten Lippenstift von Avon auftragen mit Lip Liner.
mit Lip Liner von Catrice. Ich glaube, der passt ganz gut. Ich spitze den mal an, dann haben wir die volle Qualität. Naja. Bei neuen Produkten muss man sich nochmal durchtesten, deswegen teste ich das auch zweimal. Aber die Lidschattenbase gefällt mir von der Farbe her einfach nicht. Oder der langanhaltende Lippenstift, Lidschatten von der Farbe her schon nicht. Da hat so ein Graustich einfach. Dann laufen wir halt morgens um 10 Uhr mit knallroten Lippen. Knallrotes Gummiboot. Und dieses Gummiboot bei der Jenny. Mein Schatz, Miss Curly Jen sieht roter Lippenstift einfach fantastisch aus. Fantastisch. Er schmiert mir einfach zu viel hier rum. Ganz, ganz dünne Schicht. Versuche wirklich, wirklich, wirklich es abzustreifen. Vielleicht seht ihr das. Und nur eine ganz, ganz dünne Schicht drauf zu machen. Also wenn man ganz dünn aufträgt, dann hat es eher so einen Pink-Einschlag. Sieht fantastisch aus. Ich liebe diese Farbe, weil das einfach, es macht einfach so eine Strahle. Wenn man dann noch blaue Augen hat, Jenny, wenn die das drauf trägt, so eine Farbe, ihre blauen Augen, die strahlen bis zum Himmel und zurück. Als wäre das so ein Planet und sieht einfach fantastisch aus. Ich mache mal den Ziffer hier sauber. Sieht schön aus, oder? Ha? Ja, aber ich muss jetzt mal abwarten. Wir warten erstmal ab, bis wir mit der Palette fertig sind und dann gucke ich mal, wie die Lippen sich dann verhalten, weil das war jetzt so dünn, alles andere wäre unzulässig, so dünn aufzutragen. Ich würde heute vielleicht mal ein bisschen mit Gold arbeiten, irgendwas Dezentes, weil wir den Fokus auf den Lippen gelegt haben. Und da fange ich schon mal an. Ich fange, glaube ich, mal an. So. Ich fange an mit dieser Senffarbe hier. Ich hoffe, ihr seht das. Und komm mal zu euch näher. Also, was das angeht, was ist denn das für eine Formulierung gerade? Das ist Creamy Mats. Ich finde nicht, dass es sich Creamy Mats anfühlt gerade. Es lässt sich super soft verblenden und sieht gigantisch aus. Ich hoffe, sie fliegt mir niemals hin. Weil der Preis... Das sieht schon gut aus, ne? Weil die Base einfach stimmt. Also dieses etwas ein bisschen Highlighter, ein bisschen gebronzt, aber nicht zu viel Blush. Dieses schönen, wunderschönen Lippenstift, der immer noch total babbig ist. Ich will es nur mal anmerken, weil es ist tatsächlich so. Und ich habe ganz, ganz wenig genommen. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es bei anderen anders da. Bei mir ist es so. Bei mir babbt das ohne Ende. Nur wenn ich es abpudere, dann sieht das einfach scheiße aus. Ich will das auch nicht abpudern. So, ich möchte etwas, genau, ich benutze den Morphe M433, den liebe ich, um hier so ein bisschen zu verdunkeln. Und genau das tun wir jetzt auch. Ich guck mal von den Formulierungen her, was es ist.
Ich weiß nicht, was CP ist und ich weiß auch nicht, ah nee, Metallic, genau, CP, CP. Aber wir werden CP benutzen und zwar dieses dunkle Braun. Das ist eigentlich der dunkelste Braunton, den es gibt. Ich mag das nicht swatchen, keine Ahnung. Ich werde da meine Lidschattenpalette nicht benutzen. Jedenfalls möchte ich nicht jeden Ton. Ah, okay. Das ist nochmal was Besonderes. Das fühlt sich, also es trägt sich wie nass auf, verblendet sich aber 1A. Gerade. Also irgendwie. Mein Freund mag keine roten Lippen. Keine Ahnung warum. Außerdem, wenn ich ihn jetzt küssen würde, würde ich an ihn kleben. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Wir wollen keine siamesischen Zwillinge sein. Ich hoffe, ihr seht das. Mir gefällt das überhaupt nicht. Dieses Finish. Auch wenn ich jetzt was trinken würde. Ich habe auch gar keine Kaffeetasse da oder so. Yes, baby, yes. Es gefällt mir so gut. Und dann nehme ich einfach einen sauberen Pinsel und gehe über die Kanten. Einfach in kreisenden Bewegungen. Ich weiß nicht, ich habe eine. Sie hat was verglichen mit der Goldpalette. Das war eine russische YouTuberin. Die habe ich erst vor kurzem entdeckt. Die gucke ich noch nicht so lang. Natalina, glaube ich, heißt sie. MUA. Gucke ich schon seit 2 Monaten ungefähr durchgehend. Ich habe fast jedes Video jetzt schon gesehen. Und sie hat sehr, sehr viele. Ganz tolle Make-up-Artistin, die wirklich gute Reviews gibt, weil sie ihre ehrliche Meinung abgibt. Das, was wir echt sehr selten haben in diesem Leben. Ich weiß nicht, ich sehe gerade aus wie ein trauriger Pudel. Seht ihr das? Irgendwie sehe ich gerade so traurig aus. Ich weiß nicht, was sich an meiner Form hier verändert. Naja, das ändern wir gleich. Und zwar gehe ich auch mit diesen dunkelbraunen einfach mal hier so unten lang. Und ihr denkt euch, lasst diese Palette in Ruhe. Weißt du, dass wir das einfach hier vertiefen? Um ehrlich zu sein, wenn das Augen-Make-up zu besonders ist, geht, glaube ich, der Lippenstift unter. Also so ein bisschen, wisst ihr, einfach connecten hier. Verbinden. Wir verbinden das und ziehen das so ein bisschen raus. Als hätten wir da ewig rumgemacht. Und dann. Was ist hier bitte nicht besonders? Okay, ich möchte diesen Ton hier ausprobieren. Diesen, der spricht mich schon seit dem ersten Tag an. Das ist bestimmt so ein Topper. Duochrom. Und den. Halleluja, Halleluja, den möchte ich mir auftragen. Und zwar hier. Das Fännchen wackelt. Ja, ich muss es schon irgendwie fixieren, denn schaut mal, was da jetzt abgegangen ist. Ich schüttel das mal wieder da rein, wo es hingehört. Ist irgendwie so ein bisschen trocken. Es ist für mich ja eine Alltagspalette, deswegen mache ich ja auch, versuche ich ja auch Alltagslooks mit ihr zuerst zu machen. Danach kann man immer noch kreative Augen-Make-ups machen. Also grün war ich jetzt auch. Zwar nicht draußen, aber wäre ich irgendwo hingegangen, hätte ich es draufgelassen. Also ich scheiß mich da jetzt nicht zu. Deswegen war das für mich einfach. Ja.
Genau, habe ich einfach in meinem Leben gebraucht. Unbedingt. Da sieht man, es ist viel, viel schöner und viel, viel krasser. Ich nehme das so ein bisschen mehr auf. Was heißt mehr? Ich nehme das nicht auf. Ich schieb das nicht so, sondern ich presse mal mein. Ah. Ist gar nichts für mich hier. Ich tupfe das eher. Weißt du, was ich meine? Also ich tupfe das auch in der Pfanne, damit ich die Pigmente einfach aufnehmen kann in diesen Pinsel. Und ich rate euch auch eigentlich bei Natasha Denona echt Haarpinsel zu nehmen. Es ist einfach so. Es sieht einfach besser aus. Kommt einfach mehr zur Geltung. So. Und natürlich ist bestimmt was gekrochen und gekriegt. Ja. Ich sehe schon. Okay. In meinen Augeninnenwinkel gebe ich mir den einzigen hellen Ton noch rein und sprühe den auch mal an, weil das macht gar keinen Sinn. Unten am Wimpernkranz werde ich den grünen Kajal machen. Wisst ihr, dann ist es nur hier so. Nee, es fühlt sich trocken an. Also es gefällt mir nicht so, dieser Lidschatten gefällt mir nicht so. Der fühlt sich sehr, sehr trocken aus. An, aus. Aus jetzt. Auf meine Wasserlinie gebe ich mir von Avon diesen Stift hier. Das ist ein, wie heißt denn der? Avon True Color Glimmer Stick Diamond Eyeliner. Wenn man so ein bisschen öfters drüber geht, dann kommt da auch was rüber. Auf die Wasserlinie. Und das Ganze würde ich mal irgendwie versuchen zu setten. Und zwar gucken wir mal, was es da so gibt. Ich mache mal meinen Pinsel sauber, womit ich schon gearbeitet habe. Mit Schwarz, wie ich sehe. So, ich nehme von Zoeva eigentlich so einen Browliner, der mir aber viel zu groß ist für Pomade. Für Puder geht das. Und das hätte ich. Wir haben jetzt 28 Minuten insgesamt gebraucht. Ich denke, dass es okay ist. Also ich muss sagen, dass diese und dieser Lidschatten, dieser wunderschöne Lidschatten, irgendwie mir viel zu trocken auf dem Auge rüberkommt. Wobei er sich, wenn ich den mit dem Finger auftrage, wirklich gut rüberkommt, aber halt eben nur mit dem Finger. Ich hasse mit dem Finger zu arbeiten. Schön. Aber der ist schön. Aber. Rhabarber. So. Dann suche ich mir mal einen tollen Lidschatten aus. Und zwar möchte ich diesen daneben benutzen. Das ist so ein, ich würde sagen, altgrün. Olivgrün. Das ist der hier. Den haben wir auf dem gesamten Lid. Den hier. Den habe ich im Innenwinkel. Und den da unten habe ich in meiner Lidfalte und darüber hinaus. Und den Senfton. Und den trage ich mir hier so auf. Naja. Sehen tut man davon gerade aktuell überhaupt nichts. Ich sag noch so, ja, nicht so viel, dies, jenes, bipapau. Und dann kommt sowas dabei raus. Das bin doch typisch ich, oder? So. Ich würde sagen, das reicht auch. Ja, ich ziehe mir einen Eyeliner,
tusche meine Wimpern und dann kommen wir mal zurück und gucken, wie das geworden ist. So, meine Lieben, ich bin wieder zurück. Ich muss sagen, ja, so, der Look gefällt mir auf jeden Fall. Es ist für mich total alltagstauglich. Typisch ich halt. Für manch anderen viel zu viel Glamour, viel zu viel. Für mich ist das in Ordnung. Ich habe jetzt mal so geguckt, es ist schon einiges runtergekommen von dem Lidschatten, von diesem Duochrom. Foundation danach machen. Ja, man muss bei Natasha Denona danach machen. Hier hatte ich auf einmal grünen Lidschatten, woher der auch kam. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war er da. Ich liebe die Palette, ja. Sie ist absolut kein Must-Have. Sie hat aber sehr viele neutrale Töne, was sie einfach zu Must-Have machen kann. Plus paar außergewöhnliche. Ich denke, dass wir auch diese Kombination hier benutzen werden. Ich weiß nicht, wie sie es vorgesehen hat. Leider hat mir dieser Ton nicht ganz so gut gefallen heute. Vielleicht muss man sie echt auf so eine ganz, ganz klebrige Basis machen. Dann ja. Aber das ist mein heutiger Look mit ihr. Ich hoffe, er gefällt euch und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ihr Lieben. Ich sag nichts mehr dazu. Es klebt und Punkt.